Zuletzt bei Donkey Kong Country Returns. Wir haben die letzten zwei normalen Level gespielt, wovon eins noch ein neues Loden-Level war, also das erste Loden-Level und dann auch noch das K-Level, für das wir freigeschaltet haben mit allen Puzzleteilen und allen K-O-N-G-Buchstaben, wo wir durch, ja, nicht viel können, sehr oft gestorben sind, aber es dann doch noch geschafft haben, genauso wie der Boss von Welt 1, Grässli. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Part von Donkey Kong Country Returns. Wir haben im gestrigen Part sehr viel erreicht, den könnt ihr euch gerne angucken. Und heute geht es weiter in der Welt 2. 2-1 Plankenparcours. Wir gehen direkt rein. Wir wollen ja keine Zeit verschwenden. Brauchen wir nämlich. Sonst wird das nichts. So, der Strand. Den haben wir ja schon im Silhouettenlevel ein bisschen gesehen mit den Piratenschiffen. Und ja, hier werden Piratenschiffe und alles kommen. Wir werden natürlich neue Gegner treffen. Hier diese Krabben zum Beispiel. Die sind aber nichts Besonderes. So, hier ist der Puzzleteil Nummer 1 von 5. Diese Fliegedinger kennen wir schon aus dem K-Level. Die haben mich da ein bisschen aufgeregt. Weil die mich da ein bisschen zerstört haben. Aber sonst ist ja nicht viel passiert. Hier sind sogar ein paar kaputte Piratenschiffe, wie ich sehe. Da ist eins wohl irgendwie so stecken geblieben. Irgendwie so gegen eine Klippe gefahren. Und das ist, glaube ich, der Bonus, oder? Die muss man ganz speziell killen, da muss man hämmern. Oder nee, zuerst auf ihren Kopf drauf springen und dann sie kaputt rollen. So. Sehr gut. Oh, es gibt sogar ein Puzzleteil. Nice. Und da gibt es noch ein Leben. Aber wir wurden ja nicht getroffen. Wir sind ja bis jetzt im normalen Level und so noch nie gestorben. Nur im K-Level bis jetzt. Mal gucken, wann auch dann in dem normalen Spiel der erste Tod kommt. So. Sehr gut, hier ist halt nichts. Aber ja. Ja, ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf den zweiten Part. Der wurde sehr gut von der Qualität her, muss ich schon sagen. War ich schon überrascht, wie der aussah. Mit dem Ding, das hat also sehr gut funktioniert mit Intro und Rückblending. Und das werde ich natürlich beibehalten, wenn nicht sogar besser machen. Das ist noch ein kleiner Wal. Der hat sich ein paar Bananen spendiert, die man sich hier sammeln kann. Aber sonst nichts Spezielles. Ja. Nichts Spezielles, nur ein paar Bananen. Und jetzt geht es hier über dem Meer weiter, weil Donkey Kong kann ja nicht schwimmen. Im zweiten Teil, also den wir danach spielen, in Tropical Freeze, kann er schwimmen. Weil die Entwickler haben gesagt, sie hätten zu wenig Zeit gehabt. Darum haben sie auch direkt nach diesem Spiel an der Entwicklung von Donkey Kong Country Tropical Freeze gesetzt. Ich muss ja das kurz gucken, dass ich da hochkomme. Perfekt. Ein paar Mal rollen und dann geht das ohne Probleme. So, immer die Kisten kaputt machen. Da kann ja auch immer was drin sein. Ist zwar nichts, aber egal. Hier oben noch was an, eine Münze wird oben, aber die brauche ich ja nicht unbedingt. So. Wir fahren hier mal auf diesem kleinen Schiffchen los. Also auf diesen Fässern. Das ist so eher so ein Fassfloß. Oh, ich wurde noch getroffen, ja moin. Wie gesagt, die Gegner nehme ich immer. Aber ja. Oh, hier ist noch ein Puzzleteil. Nummer 4 schon. Das läuft nicht schlecht. Das läuft nicht schlecht. Und ich glaube, da oben war ein Bonus, wenn ich mich nicht täusche. Genau, das wäre also dann direkt das letzte Puzzleteil. Oh, ein Bonus, wo man sich wieder ein bisschen mehr konzentrieren muss. Weil sonst muss man den dann wieder ein zweites Mal machen.
Das möchte ich eigentlich nicht. Sehr gut. Perfekt. Somit auch alle Puzzleteile im ersten Level von Welt 2. Aber ich glaube, wir sind erst beim O. Wir haben erst das O geholt und jetzt schon... Ja, da vorne ist erst das N. Und jetzt schon... Wie kommen wir denn hoch? So. Sehr gut. Und jetzt erst das N. Aua, hab ich den Haifisch getroffen? Der kleine Hai hat mich getroffen. Der böse kleine Hai. Mich hier getroffen, einfach so. Einfach mich aus dem Wasser rausgefressen. Da vorne ist ein Leben, das bräuchte ich sehr gerne. Das holen wir dann auch direkt. Sehr gut. So, jetzt fehlt nur noch das N. Das G meine ich natürlich nicht, das N haben wir schon. Und dann hätten wir alles. Sehr gut. Da war auch nichts. Dann gehen wir hier rüber. Der Krabbe einmal eins auf die Birne hauen. Und weiter geht's. Ja, hier ist das G. Perfekt. Bei den goldenen Haien. Der mich sogar noch trifft. Der eine goldene Hai. Der wollte wohl noch ein bisschen Affenfleisch probieren. Wie das schon schmeckt. So ein bisschen Donkey Kong Fleisch. Aber alles ohne Probleme und noch ein Leben Gold. Perfekt. Sehr gut. Das erste Level ohne Probleme abgeschlossen. Alles gesammelt. 100%. Perfekt. Alle Puzzleteile. Sehr schön. Und wir gehen weiter zum Strand zurück. So, ich glaube jetzt sollten wir, oder beim nächsten sollten wir Piraten sind. Jetzt gehen wir aber zuerst in 2-2. Sandiger Sand. Strandsand. Sandiger Strandsand. Ich wollte zuerst sagen sandiger Sandstrand, aber es ist sandiger Strandsand. Schwieriges Wort hier heute. Oh, ihr seht hinter dem Anfang wieder ein Puzzleteil. Müssen wir wohl irgendwo ein Fässlein finden. Ja, da ist es auch schon. Das Fässlein. Machen wir das kurz auf und Puzzleteil Nummer 1 von 7. Sehr gut, hier gibt es so Tintenfische, wo ich wohl rum bin. Oh, ist direkt das nächste Puzzleteil, lol. Die Kanonen kann man ja hier mehr abfeuern. Oh, da gab es noch ein paar Münzen. Das wollte ich eigentlich. Ja. Hier ist direkt das nächste Puzzleteil, Nummer 3 von 7. Können natürlich auch so Elektro-Dinge rausballern. Hier ist noch ein Ballon. Ui. Da wäre fast so ein Elektro-Ding noch gekommen. Wie mache ich denn das? Kann ich den irgendwie höher boosten? Ah, ne, von hier drüben. So muss ich oben ran. Perfekt. Und so kommen wir auch hier nach drüben. Da haben wir auch schon den Checkpoint. Mal gucken, wie wir da nach drüben kommen. Aber ich glaube, von hier aus. Ja. Kommen hier rüber zum N. War das nur das Fass jetzt? Zum K, was? Weil ich kann es nicht mal lesen. Das K ist jetzt ja erst nicht das N. Sehr schön. Da unten sehe ich direkt das nächste Puzzleteil. So. Lass mal das Fass noch stehen, weil ich weiß ja nicht, vielleicht brauchen wir das ja noch. Man weiß ja nie. Auf jeden Fall die Krabbe töten wir. Ne, ich glaube nicht. Sonst habe ich halt Pech gehabt, so ein Ding ist das. Hier wäre das O. Oh fuck, da ist das N da hinten. Aber das ist auch kein Problem zum Holen. Und hier unten ist noch ein Bonus. Ah, aber ein einfacherer Bonus. Mal wieder. Der nicht bockschwer ist.
Also, bockschwer ist ja keiner. Ich meine einfach, wo man ein bisschen mehr Gehirn, also ein bisschen sich mehr konzentrieren muss. Der ist ja ganz einfach. Sehr gut. Somit Puzzleteil Nummer 6 von 7 schon. Uiui. Es läuft ja wie am Schnürchen heute. Das ist eine Banane. Und da hinten müssen wir diesen Turm hochböllern. Wo das Ziel oben drauf ist. Aber wir gehen natürlich unten rein. Weil das Fass kann uns nicht weiter schießen. So ist das wohl. Hier müssen wir auf solchen Sandbehältern fahren. Keine Ahnung, wie man dem sagen soll sonst. Aber wir haben alles. Und hier oben gibt es ja eh direkt wieder ein Leben. Das ist ja schon gut. Eine Münze, die will ich euch haben. Weil Geld ist Geld. Wir haben ja eh schon fast 400. Wo ich ja beim letzten K-Level ein bisschen sehr viel Münzen gefarmt habe. Aber ja, die können wir dann ausgeben. Wenn wir es dann irgendwann mal brauchen. Vielleicht mal für Squawks oder so. Der uns dann hilft bei den Puzzleteilen suchen. Genau. So. Perfekt. Hier über ganz gechillt hoch. Ist ja nicht so schwierig. Da hinten ist auch das letzte Puzzleteil, so wie es aussieht. Genau. Und ich glaube, dass G. Ja, wir haben auch alles. Perfekt. Jetzt hier nicht getroffen werden. Hochgehen und. Oh. Ah. Das Donkey Kong Symbol holen. Genau. Sehr gut. Perfekt. Level 2-2. Somit auch zu 100% komplettiert. Wir gehen direkt weiter. Hier zum Strand. Ja, heute läuft es wie am Schnürchen. Wir sind jetzt noch nicht so lange drin und haben schon zwei Level sehr schön komplettiert. Wir gehen direkt mal Cranky besuchen. Sag Bescheid, wenn du die goldenen Bananen gefunden hast. Sie sollen glänzen, prächtig sein. Ja, der Cranky. Wir holen natürlich den Schlüssel für den 20er. Und sonst brauche ich eigentlich nichts. Leben haben wir genügend. Extra Leben bräuchte ich nicht. Brauche ich alles noch nicht. Danke. Und jetzt raus mit dir und verdrisch diese kleinen Trommelkerle. Ja, ich habe verdreschen gesagt. Ich bin alt. Okay? Ach ja, der Cranky. Der kleine Cranky. Somit haben wir das Bonuslevel schon freigeschaltet, das wir aber noch nicht spielen können. Wir gehen natürlich zuerst in 2-3 unter Beschuss. Ich glaube, jetzt kommen die Piraten und schießen uns ab. Bum, bum, bum. Böllern die dann auf uns. Oh. Ich glaube, das ist das Level, woran ich mich noch erinnern kann. Das ist wieder ein spezielles Level. Wir haben ja im letzten Part schon die Loren, im letzten Part war es schon die Loren Level gesehen. Und hier ist die andere neue Kategorie. Und zwar sind es die Raketen Level. Die Raketen Level, ach du Scheiße. Die schlimmste Art von Level in allen Bereichen. Und die Entwickler sind meistens so, dass sie Puzzleteile meistens an Bananen einsammeln, ranknüpfen. Nein, ja, ich glaube, hier ist safe ein Puzzleteil gewesen. Nee, oder? Na, es ist vielleicht fast zu lang gewesen. Aber ich weiß es nicht. Und sonst werden wir es dann ja sehen am Schluss. Checkpoint. Ich glaube, wir haben erst 2 von 5. Jetzt schießen die uns noch ab, die kleinen Piraten. Piratenkrabben. Und wie bei den Loren-Leveln reicht ein Treffer und man ist Geschichte. Das sieht schon stark verdächtig aus, aber bis jetzt noch nichts. Nein. Ja, es wirkt schon
sehr stark danach. Hier ist noch ein Totenteil gewesen. Und da oben ist auch noch eins. Sehr gut. Du Scheiße, diese blöden Piraten. Ach du Scheiße, tun sie die Riesenkanone. Das ist ja geisteskrank. Jetzt wollen die auf uns schießen. Wir fliegen einfach hier oben. Ja, sie haben nicht getroffen. Ha, sie haben nicht getroffen. Und jetzt werden sie noch mitgezogen. Aber uns fehlt noch ein Puzzleteil. Aber ich glaube... Ja, ich glaube, das sollte hier am Schluss sein. Im Bonus drin. Bitte, nicht ein böser Bonus. Ne, ein guter Bonus. Ein guter Bonus. Ein einfacher und guter Bonus. Ja, warte noch. Ich habe gesagt, einfacher und ein guter Bonus. Ja. Puh, das Raketenlevel. First tried. Ohne Tod. Perfekt. Brauche ich nicht mal das Donkey Kong-Symbol. Bin schon zufrieden genug. Ja, da hätte ich nicht gedacht. Aber wir sind auch beim Loren-Level gut durchgekommen. Und somit auch hier ohne Tod weitergekommen. Perfekt. Ich glaube, also heute läuft sehr gut. Heute läuft es ja sehr, sehr gut. Ich glaube, wir gehen zuerst nach, ja, 2-4. Volles Rohr. Und ja. Genau. Machen das zuerst. Mal schauen. Mal schauen, was so abgeht. Ich glaube, hier werden wir auch wieder irgendwie beschossen oder so, so wie das klang vom Namen her. So das Gefühl. Aber mal schauen. Und solche Käfige kaputt machen. Ja, ich sehe schon, wie die schießen. Dauerbefeuer hier. Sonst nichts. Hier fliegen die Kanonen. Huiuiuiui. Sind wohl die Kollegen von dem Schiff von vorhin. So. Hier ist ein Puzzleteil Nummer 1 von 7. Das war der erste Tod in dem normalen Level. Ich bin vorbeigesprungen an dem Gegner. Direkt zweiter Tod hinterher. Einfach zweiter Tod direkt hinterher. Ja moin. Das war gerade all das, was ich im Raketenlevel gut gemacht habe, kriege ich hier auf die Schnauze. Weiter. Oh, das wollte ich eigentlich nicht, aber egal. Ja, ist eigentlich so einfach gewesen, aber nicht geschafft, ja mein. Ui. Hier ist nur eine Münze, das brauche ich nicht. Genauso wie die Banane brauche ich auch nicht. Hier oben ist ein Bonus. Ich glaube, hier muss ich in diesem Windrädchen blasen, dass wir da hochkommen. Ja, perfekt. Ja, schade, zwei Tote direkt. Aber ja. Wie gesagt, Donkey Kong kann leider nicht schwimmen. Ja, wir brauchen zu lange. Wir brauchen halt auch extrem lange. Und jetzt habe ich da eine Banane blöd vergessen. Nein, ja, wir schaffen es, glaube ich, nicht. Oder müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen? Na, überall. Ja, perfekt. Oh mein Gott. Wir haben es noch geschafft. 5 Sekunden hätten wir noch gehabt. Sehr gut. So, und hier kommen natürlich die Bomben zu fliegen. Ui, hier mal schnell runtergehen. Hier sind wir nämlich entdeckt in Sicherheit. Hier wieder hier nach unten gehen. Sonst kriegen wir noch ein paar Bomben ab. Hier brauchen wir einen Fass. Ja, das ist das hier.
Sehr gut. Nächstes Puzzleteil. 4 von 7. Normale Banane. Sehr gut, das N. Ja, also, wie gesagt, man stirbt halt recht schnell. Vor allem halt, wenn man ins Wasser fliegt, dann ist man halt instant tot. Wir fliegen aber ein paar. Wir haben jetzt schon das G, aber uns fehlen noch ein paar Puzzleteile. So, komm weiter. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass wir dieses Fass mitnehmen müssen. Oder? Bin mir gerade nicht sicher. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass wir ein Fass mitnehmen mussten. Ich weiß nicht, ob das das hier ist. Ja, es war sogar das. Ach du Scheiße. Aber trotzdem fehlt uns ein Puzzleteil oder so. Ja, hier ein bisschen einsam die Sachen und dann ist das schon gemacht. So. Komm, die letzte Banane noch. Ich glaube, das ist das 5. von 7. Wo haben wir denn bitte so viele Puzzleteile verpasst? So, also Real Talk ist das 5. von 7. Oh, ich wollte nicht ins Ziel ran. Ja, also, ich werde euch die Puzzleteile schnell reinschneiden und dann... Ja. Sehen wir uns dann gleich bei den Puzzleteilen. Doch, ist sogar eins direkt am Anfang. Okay, also, hier ist direkt eins am Anfang irgendwo. Oh, man hätte sie zurückschlagen noch mal müssen. Oh mein Gott, okay. Okay, okay. Okay, dann haben wir das erste schon mal. Und jetzt müssen wir gucken, wo das zweite ist. Was ist denn hier bitte? Wieder mit dem zurückschlagen? Oh mein Gott, hier oben kam so ein Dings. Hä? Nee. Hä? Oh mein Gott, wie böse. Ja, dann waren das die zwei Puzzleteile. Sehr gut, dann sehen wir uns gleich wieder draußen. Also, sehr gut, dann haben wir die zwei Puzzleteile dir geholt. Somit das Level auch zu 100%. Und wir machen noch ein letztes Level und dann soll es das für den Part heute gewesen sein. Da machen wir dann im nächsten Video noch zwei Level, vielleicht das K-Level und den Boss. Wir gehen zu 2.5. Stürmische See. Das ist ein sehr innovatives Level, das kenne ich noch. Aber wir werden es ja gleich sehen, gemeinsam. Wenn es das Level war. War das das Level? Ich bin mir gar nicht sicher. Oh nein, es war doch nicht das Level. Oh, es ist glaube ich ein anderes Level. Oh! Es ist ein anderes Level, wo wir eine Person oder einen Charakter treffen, der dann im zweiten Teil auch noch vorkommt. Wir haben hier schon ein kleines, wie soll ich sagen, einen kleinen Vorgeschmack, was es sein könnte. Oh, die Musik wird schon böse. Oh, hier kann ich mal runterfahren. Hier ist uns nur ein Bonus. Oh, das ist ein Bonus, der muss man ein bisschen schneller sein, weil musst du sehr viel einsammeln. Ich muss halt jedes Mal so blöd runterspringen, was du einsammeln willst. Dann gehen wir hoch und dann hier runter, wollte ich sagen. So, so und perfekt. Dann haben wir das Puzzleteil auch direkt. Das müsste das 2. von 7 sein, glaube ich. Ne, von 5. Ui. Ja, das ist ja doch nicht schlecht. Guck mal kurz, ob wir hier noch irgendwas geskippt haben. Aber sieht nicht so aus, nein. Sieht nicht so aus, als hätten wir irgendwas geskippt. Vielleicht, ja, da hätte man ein bisschen höher springen können. Dann hätte man noch die
eine Münze oben bekommen, aber wir sehen gleich unseren Bekannten. Und zwar ist es der Kraken, der dann auch im zweiten Teil Donkey Kong Country Returns, Donkey Kong Country Tropical Freeze vorkommt. Und jetzt geht hier die Krise ab. Haben wir noch was vergessen? Nein. Oh, das ist ein sehr schwieriges Puzzleteil. Den musst du ganz gerade hochschießen, dass du an das Puzzleteil rankommst. Also, noch ein Puzzleteil. Oh, der zerstört die Sachen. Stimmt, das vergesse ich wieder. Der zerstört ja hinter uns jetzt noch die Boden. Aber das ist jetzt nicht so ein Problem. Sehr gut. Ein Leben, das brauchen wir nicht. So. Also, ui. Aber jetzt hat er mich noch getroffen, hat er mir noch einen Schicksalsschlag gegeben. Dass er hier beweisen kann, dass er ja doch mal ein bisschen was drauf hat. Nachdem er da das Schiff kaputt gemacht hat. Oh, das letzte Puzzleteil, perfekt. Möchte Diddy eigentlich ungern verlieren. Aber, ja. Wir haben alle Puzzleteile, schon mal gucken, was da im Fass drin ist. Also in dem Beutel. Geld. Rufen wir natürlich alles aus. Hier ist noch ein Leben, perfekt. Also schon gelohnt. Ui. Ui, ui. Jetzt will er aber zeigen, dass er es drauf hat. Und mir hier noch einen Hit mitgeben. Uiuiui. Ui, ui. Was fehlt denn eigentlich noch? Nur noch das G, glaube ich. Ja, nur noch das G. Uiuiui. Ui. Und wir haben das G. Perfekt, 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 perfekt. Uiuiui, ui, ui, hier geht's ab. Oh, das Ding ist auf seinem Kopf oben. Schade, kein Donkey Kong-Symbol getroffen, aber egal. Wir haben alles Gold, somit auch zu 100%. Und alle Puzzleteile. Perfekt, das Level auch komplett fertig. Und somit haben wir heute 4 Level, glaube ich, geschafft, oder? Ne, 5 sogar. Uiui, stärker als in der ersten Welt. Das heißt, in der nächsten Party 2 normalen Level noch, das K-Level und der Boss. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Euer Lumia.de. Ciao, ciao.